Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Aaron Schmidt. Ab 2022 werde sich Ungarn erneut an der Überwachung des baltischen Luftraums beteiligen, kündigte Péter Szijjártó auf einem Luftstützpunkt in Litauen an, von dem Kampfjets der ungarischen Luftwaffe auch derzeit den baltischen Luftraum sichern. Der Minister für Außenwirtschaft und Auswärtige Angelegenheiten sagte, an der von Mai bis August dauernden Mission werden sich 92 Soldaten, 7 Piloten und 4 Gripen-Kampfjets beteiligen und somit zur Effizienz der NATO beitragen. Die ungarische Luftwaffe vor Ort wurde bisher bereits dutzende Male alarmiert. Unsere Piloten absolvierten in allen 43 Fällen erfolgreich ihre Aufgabe und verteidigten den Luftraum und dadurch die Souveränität der baltischen Länder. Sie trugen dazu bei, dass die NATO gegenwärtig die erfolgreichste und stärkste Verteidigungsallianz ist. Während dieser Mission verbrachten unsere Piloten insgesamt 456 Stunden in der Luft, was dazu beiträgt, dass sie künftig ihre weiteren Aufgaben noch erfolgreicher werden erfüllen können. Durch die Verbreitung von Carsharing-Anbietern wurde der Verkehr in Budapest innerhalb kürzester Zeit enorm umgeformt. Gegenüber dem eigenen Auto bevorzugen nämlich immer mehr Menschen den Mietwagen, nachdem nur eine Minutengebühr zu zahlen ist. Experten nach nimmt somit in der Stadt die Zahl der Autos ab und die der Parkplätze zu. 5 Paragi zeigt den Stadtplan eines Carsharing-Anbieters auf seinem Handy. Er sagt, zum Fahren in der Innenstadt benutze regelmäßig diese Mietmöglichkeit. Du brauchst kein Auto zu kaufen, nicht zu tanken, nichts. Es kostet etwa die Hälfte wie mit dem Taxi. Zur Benutzung einer Carsharing-Dienstleistung sind nur eine vorherige Registration und ein Handy nötig. Wenn einem diese zur Verfügung stehen, kann man mit einem Knopfdruck die Miete starten. Nach Schätzung eines internationalen Anbieters könnten sich etwa 400.000 potenzielle Kunden für Carsharing interessieren. In den Flotten von Budapester Carsharing-Firmen gibt es schon viele umweltfreundliche elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Der Vorsitzende des Landesverbandes der Kfz-Markenhändler betonte, in den nächsten Jahrzehnten werde sich die Autobenutzung in den Großstädten stark ändern. Man werde schneller und sauberer fahren können. Ein Auto fährt in Budapest abhängig von dem Verkehr und den Staus im Durchschnitt 1 bis 2 Stunden in der Stadt. In der restlichen Zeit parkt es. Bei diesen Fahrzeugen ist das primäre Ziel, dass sie 4, 6, 8, 12 Stunden fahren, so viel wie möglich. So können sie nämlich 2, 3, 4, 5 Autos ersetzen. Er fügte hinzu, mit den selbstfahrenden Autos könnte sich diese Dienstleistung noch weiterentwickeln. Darauf muss sich auch der Markt vorbereiten. Die Verbreitung digitaler Technologien in der Landwirtschaft könnte eine Epochenwende mit sich bringen. Erzeuger können noch produktiver sein, während sich Verbraucher gesünder ernähren können. Lieferanten von Molkereien können künftig genau festhalten, wie viel Futtermittel verbraucht wurde, aber auch eventuelle Erkrankungen von Tieren können somit blitzschnell festgestellt werden. Die Digitalisierung hält auch in einer der größten Viehzuchtbetriebe Ungarns Einzug. Jedes Tier wird gechippt. Über den Chip kann dann der Landwirt alle Informationen rund um den Zustand der Kuh erfahren und die Milchgewinnung optimieren. Die Daten können in der Zentrale des Landwirtschaftsbetriebes auf dem Computer verfolgt werden. Erkrankungen von Tieren können somit blitzschnell festgestellt werden. Jegliche Arten von Veränderungen werden beim nächsten Melkvorgang angezeigt. Wir können sofort eingreifen und den Gesundheitszustand der Kuh verbessern oder gar etwas am eingesetzten Futtermittel ändern, sagte der Leiter der Farm. Im Viehzuchtbetrieb wird bereits noch einen Schritt weiter gedacht. Man erwäge sogar die komplette Automatisierung des Melkvorganges durch Melkroboter. Der zuständige Fachminister erklärte, die Digitalisierung der Branche sei unumgänglich, wenn man die Produktionseffizienz und die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaftsbetriebe verbessern wolle. Die Produktionsleistung der ungarischen Ernährungswirtschaft birgt aktuell ein Steigerungspotenzial von 60%. Ziel der Modernisierung und Digitalisierung der ungarischen Landwirtschaft ist es, das Management der Ressourcen optimieren zu können, sagte der Landwirtschaftsminister. Beispielsweise soll pro Hektar mehr Mais angebaut werden, als das aktuell der Fall ist. Zur Förderung der landwirtschaftlichen Leistung Ungarns werde die Regierung eine eigene digitale Agrarstrategie erarbeiten.
Der fachliche Leiter des Programms namens Digitaler Wohlstand sprach darüber, die Digitalisierung eröffne eine Reihe von Möglichkeiten vor allen Menschen, die ihren Lebensunterhalt in der Landwirtschaft verdienen. Als Beispiel könne man die Einführung eines optimal regulierten und überwachten digitalen Erzeugermarktes nennen, wo die Erzeuger ihre Waren nicht in Groß- oder Supermärkten absetzen, sondern diese auf einem virtuellen Marktplatz anbieten. Ab 2020 würden aller Voraussicht nach auch die Erzeuger eigene Internetpräsenzen betreiben und die eigenen Produkte online zum Kauf anbieten können. Diejenigen, die das Budapester Haus der ungarischen Fotografie besuchen, können sich mit dem Alltag in Russland um die Jahrhundertwende vertraut machen. Im Rahmen der Sammlung mit dem Titel Die drei Farben werden die Farbfotografien des russischen Fotografiepioniers Sergei Pokudin-Gorski aus den Jahren 1909 bis 1915 gezeigt. In Debrecen wurde eine Fotoausstellung über die in Ungarn lebende russische Volksgruppe und ihre Tradition eröffnet. Die Sammlung über die ostslawische Bevölkerungsgruppe wird im griechisch-katholischen Gemeindehaus der Stadt zur Schau gestellt. Gleichzeitig wurde auch ein bilinguales ungarisch-karpatorussinisches Gebetbuch vorgestellt, welches bei der Erhaltung der russinischen Sprache innerhalb der Volksgruppe Hilfe leisten soll. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.